Liebe Zuschauer bei Knorr Küchennation, heiße ich Sie wieder herzlich willkommen. Heute präsentiere ich Ihnen ein Gericht aus einem Land, wo Rum ein Nationalgetränk ist. Naja, und auch ein Großteil unserer Gewürze kommt von dort. Es ist Jamaika. Und ich freue mich schon, Ihnen ein Gericht aus der Küche von Jamaika vorzustellen. Also ich will hoffen, dass mir das gelingt. In der Zwischenzeit wird der Sven Ihnen ein paar schöne Bilder über Land und Leute zeigen. Na hoffentlich. Schauen wir mal. Zunächst einmal fällt mir, wenn ich an Jamaika denke, dieser köstliche Rum ein. Ein Blick auf Jamaika in den nächsten Sekunden. Jamaika, ein Paradies auf Erden. Strahlende Sonne, weiße Strände und das rauschende mit 26 Grad Celsius badewannenwarme Wasser begeistern nicht nur die vielen Wassersportfreunde, die hier voll auf ihre Kosten kommen. Berühmt wurden viele Schauplätze im Landesinneren durch Film und Fernsehen. Besonders sehenswert die Dance River Falls. Hier ergießen sich die Wasserfälle stufenförmig über 200 Meter ins Meer. Hektisch geht es hier wahrlich nicht zu. Und auch im Trubel der Hauptstadt Kingston herrscht eher die für die Karibik so typische Gelassenheit. Das gilt ebenso für das Zubereiten und Einnehmen der täglichen Speisen. Doch das Warten lohnt sich. Die Küche Jamaikas ist ausgezeichnet. Rum, liebe Zuschauer, weckt ja bekanntlich alle Lebensgeister. Und dass man ihn nicht nur trinken, sondern damit auch noch die Gerichte verfeinern kann, das möchte ich Ihnen heute zeigen mit unserem heutigen Gericht, nämlich Schweinebraten Calypso. Was Sie dazu brauchen, das Schweinekarree, Knoblauch, Limonen, natürlich den Rum und noch die verschiedensten Gewürze. Dazu natürlich erstmal später. Als erstes habe ich hier den Schweinebraten und zwar die Schwarte mit dem Messer eingekerbt, gebe das jetzt in den Bräter hinein und nun kommt es eine Stunde lang in den Backofen. Und um dem Braten die nötige Herzhaftigkeit zu verleihen, liebe Zuschauer, geben Sie knorrklare Fleischsuppe hinzu. Es enthält fein abgestimmte Kräuter und Gewürze. So, und mal schauen, nachdem ich den Braten nun eine Stunde im Backofen hatte bei 200 Grad, Vorsicht, es ist heiß, hole ich ihn heraus und gebe jetzt noch knorrklare Fleischsuppe hinzu. Die habe ich hier schon mal vorbereitet. Und das Interessante an dem Gericht ist die Glasur, die aus braunem Zucker, Rum, Knoblauch, Lorbeerblättern, Nelken und Ingwer besteht. So, noch etwas Ingwer hinein. Und das Ganze geben Sie jetzt in den Mörser. Und hier ist wieder starke Hand des Mannes gefragt, das wissen Sie ja. So, zerkleinern es. Und bestreichen jetzt das Fleisch mit dieser leckeren Paste. So. Es duftet auch herrlich, liebe Zuschauer. Und damit schmeckt die Kruste besonders lecker. Ja, und jetzt nochmal 30 bis 40 Minuten bei gleicher Temperatur in den Backofen. Und jetzt fehlt Ihnen nur noch die passende Soße. Achtung, es wird gefährlich. Den Rum in die Pfanne. Und jetzt, Achtung! Oh, haha. So, das Ganze ein bisschen schwenken und dann ab in den Topf. So, und jetzt noch ein bisschen Limonensaft dazu und Mondamin Fix Soßenbinder für dunkle Soßen. Und damit bekommen Sie dann eine sämige Soße. Und unser Rezept können Sie anfordern bei Knorr Verbraucherservice, Küche der Nation, Kennwort Jamaika, Postfach 2650, in 7100 Heilbronn. Und die ersten 500 Postkarten nehmen an unserer Verlosung teil. Sie können eine interessante Reise gewinnen. Mit Best-of-Tours, den Spezialisten für Amerika- und Karibikreisen, fliegen Sie ins herrliche Florida. Zwei Personen können sich eine Woche lang von Best-of-Tours überraschen lassen. Na,
Ist das nicht toll? Na und ich? Na, ich drücke wieder ganz toll die Daumen. Also ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen mit unserem Schweinebraten Calypso. Dazu empfehle ich Ihnen Maismehlkuchen mit Okraschoten. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal bei Ihrer Küche der Nation. Tschüss. Stark, essen mit Lust und Liebe.